für den Deutschen Skiverband. Ja, der erlebt jetzt seinen zweiten, dritten, vierten Frühling bei den Deutschen. Da wirklich zum Teamleader mutiert. Na, du sagst den ersten Frühling. Na, ja, richtig. Durchstarten. Ja. Volks ist auch schon da jetzt da. Ja, aber auch schon für das Team. Ja. Und das ist grün. Jetzt kommt es allerdings darauf an. Die nächsten 30 Sekunden entscheiden, wie er den Abend heute verbringt. Direkt ist er dran. Jetzt muss er nur mal nachdrucken. Aber das könnte schnell sein. Oder täuscht mich das? Ja, warte, das werden wir gleich bei der Traversen sehen. Ja, da geht sich alles einmal schön aus. Ja, so langsam ist das nicht. Ja, nein, das ist nicht das schlecht. Das ist ein 42er noch. Ja. Das ist nicht schlecht. Der ist auf 6 Zehntel dabei. Ja. Und der dritte ist 55 Hundertstel hinten. Das ist Paris. Und Oliver, wenn es jetzt wirklich so ist, dass unten aus ist schneller Wurrat, gell? Dann war der natürlich jetzt ein gefährlich, weil er ist ein Schleicher. Der Romit ist ein Schmiedchenschleicher. Was war das für Zeitform jetzt? 23 Hundertstel, wenn der stimmt. Hallo. Aufpassen. Romit Baumann. Und das kann er da unten. Das kann so. Er allemal. Das sind die letzten super, Tore. Jetzt schauen Sie nochmal alle rauf. 1,1941. Vincent Kriechmeier. Und da ist Romit Baumann. Der springt früh. Super laut. Der springt früh. Der springt früh. Das wird er nicht glauben, wenn er es sieht. Romme, du wilder Hund, du bist du deppert, ist das unfassbar! Wahnsinn!